Schon mal im MIH, dem Musée International d'Horlogerie in La Chaux-de-Fonds, dem wichtigsten Uhrenmuseum weltweit gewesen? Wenn nein, solltet ihr das nachholen. Und bis dahin, hier schauen. Mahlzeit und willkommen zu Ausgabe 16, einem weiteren Quickie. Anlass? Ende des Monats fahre ich mal wieder in die Schweiz. Warum, wird noch nicht verraten. Die Junior Watch Days sind es nicht. Und bis dahin wollen wir... Euch nochmal an unseren bisherigen Besuchen im MIH, im MIH, im MIH, dem Musée International d'Horlogerie teilhaben lassen. Nicht abendfüllend und erschöpfend, da bräuchten wir Stunden. Es soll nur ein Teaser sein und eine Ermutigung, vielleicht mal selbst hinzufahren. Von Frankfurt oder München fährt man so fünf, sechs Stunden, aber wenn man es mit anderen Aktivitäten verbindet, die Museen in Le Locle, Saint-Emier, Longines, Beals, Watch, Omega, Stadtmuseum, das auch eine Uhrenabteilung hat, dann lohnt sich das durchaus. Hier wollen wir einen ganz kurzen groben Überblick machen. Gegründet wurde das Emir Asch um 1900 rum. Der heutige Bau entstand Anfang der 70er im sogenannten Brutalismus-Stil, was mit Le Corbusier oft in Zusammenhang gebracht wird. Le Corbusier ist ja in La Chaux-de-Fonds geboren. Das passt also durchaus. Und da wollen wir jetzt mit mal ein bisschen durchgehen. Wir sehen hier schon mal, so sieht der Eingang aus, brutalistisch, alles aus Beton. Das ganze Museum ist unterirdisch, weil man a, in den 70er Jahren keinen Platz hatte und B, wegen der Sicherheit, was Einbrüche und so angeht. Ähm, da ist das natürlich äh, sehr geeignet. Und man sieht von dieser ganzen Betonkonstruktion von außen eigentlich nur hier diese Eingangskonstruktion die dir glaube ich Wolfgang besonders gefallen hat oder ja ich, äh, ich finde das jetzt nicht so ansprechend muss ich ehrlich sagen es erinnert mich ein bisschen an meine Schulzeit an meine Schule und es scheint mir irgendwie ja auch schon äh, von von Grünzeug überwachsen zu sein also es ist irgendwie so ein Ankor der der der, Horlo der Horologie ja, also komplett überwachsen und schaut schon aus wie, wie, gar, nicht mehr, wie gar nicht mehr richtig äh, bespielt, das Ganze. Okay, okay. Hier sehen wir ein paar Leute und die Zeit äh, bei einem unserer verschiedenen Uhrentreffen. Ähm, das Coole ist, du kannst auch da schon, bevor du überhaupt reingehst, außen schon rumlaufen. Da steht so ein Carillon. Zum Beispiel. Man kann auch ein bisschen reingucken in die paar Dinge, wo dann das Museum ein bisschen in die Oberfläche geht. Kann man durch Fenster reingucken, kann den Leuten bei der Arbeit zugucken. Das ist schon, das ist schon wirklich ganz faszinierend. Und was ich noch nicht gesagt habe, äh, außer ganz im Eingang, es ist das größte und bedeutendste Uhrenmuseum der Welt. Die haben tausend Stückchen dort. Die sind nicht alle ausgestellt, aber die haben ja auch einen Forschungs- und Restaurationsauftrag. Da gibt es auch dann welche hinten in den Katakomben. Patek Philippe ist super beeindruckendes Museum in Genf, aber das hat nur 2500 ähm, im Vergleich. Aber was also, ist es, was, was wir das sehen für, eine, für ein Ding? Das ist ein Karillon, das macht Musik, das, macht, äh, das zeigt die Uhrzeit an über hier irgendeinen so einen komplexen äh, Mechanismus, den ich jetzt nicht mehr ganz durchblicke. So moderner Kram, ja, irgendwie ist das, glaube ich, in den 80ern aufgestellt worden, wo sowas in war. Und alle Stunde zumindest, oder war es sogar alle Viertelstunde, wird hier auf diesen Stangen dann äh, äh, Musik gemacht. Also, man, man kann schon was in dem Museum erleben, bevor man überhaupt schon drin gewesen ist. Ja? Mhm. Und dann, wie gesagt, äh, haben sie im Jahr 77 sogar einen Betonpreis gewonnen. Ja, man muss das mögen, man muss Beton mögen, wenn man das... Ja, ich finde äh, Beton eh super, nur von außen schaut es schon so richtig, äh, ich weiß nicht, äh, heruntergekommen aus. Der Eingang selbst ist nicht besonders attraktiv. Also innen ist es ja eh super toll. Ja? Es ist nur von außen unscheinbar eigentlich. Ja? Also wie so ein Eingang in eine Höhle. Ja, ja es ist ja eine Höhle. Äh, ja, es ist, ist komplett, ja eine Höhle. Es ist komplett ja. unterirdisch. Ne? Ja. Ähm, dann kommt man rein, da ist natürlich die Kasse und dann ist, ist noch eine kleine Ausstellungsecke, wo Uhren, moderne Uhren stehen von den Sponsoren, also von ganz, ganz vielen Marken, stehen dann in Schaukästen ein paar Uhren rum. Und dann geht man hier durch diesen Gang ins eigentliche Museum. Und hier sieht man das auch schon, ja, manche nennen es brutalistisch, manche, ich fand es gerade sehr geil, den Vergleich, ich erinnere an die Schulzeit, an irgendwelche. Beton-Zweckbauten, ne, hier mit ja, genau. Beton. Also, die Architekten finden es alle super. Der Normalo findet es manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, und über diesen Gang hier, wo dann links und rechts äh, schon mal Turmuhren sind, da, das ist das erste, wenn man so will, Kapitel, ähm, wird man sozusagen reingeführt und kommt dann in diesen großen Raum, den die Kamera hier jetzt nicht auffangen kann. Ich habe ein Panoramabild gemacht. Das zeige ich jetzt hier nicht, weil da müsste ich wieder nur reinzoomen. Das kriegt man dann auch nicht drauf. Ja, ähm, das, ja, das ist sozusagen sein. der Hauptraum, in dem sich die allermeisten äh, Ausstellungsstücke befinden. Ähm, hier sind diese auch so ja, 70er Jahre. Das sieht man immer noch. Diese lustigen Kugeln haben haben so ja ihren Charme der 70er. Sind aber heute noch meiner Ansicht nach super funktional. Mhm. Und wird so nach äh, Zeit geschlichtet sozusagen die Entwicklung der, der Uhren äh, vorgestellt? Ist das genau, da gibt es so ein bisschen einen Zeitstrahl. Das weicht dann ab und zu mal ab, wenn andere Themen kommen. Aber mhm. ja, wir, weißt du, wir, wir standen ja dann da teilweise um diese Dinger rundherum. Da kannst du dann zu viert, zu fünft um so ein Exponatending stehen. Das ist mhm. also, auch wenn es aus den 70ern ist, also 50 Jahre her, äh, schon irgendwie ziemlich praktisch. Guck, da sieht man uns gerade. Ach, da guck mal hier, wer da? Das ist übrigens ja, der ja. Ausgang für die da Zuschauer. Bin ich komplett ne? erstaunt, stehe ich vor diesem Ausstellungs, von diesem <laughs> Schaufenster sozusagen. Ja. ja ist es, wirklich, es ist wirklich total beeindruckend, also von der Anzahl, was man da zu sehen kriegt. Und es ist ja wirklich ein, ein, ein Gebäude, eine Institution, die sich komplett der, der, der Uhr oder der Zeitmessung oder auch eigentlich von Automaten und so weiter Widmet. Also, das findest du ja sonst nirgends. Also, es gibt in Wien auch ein Uhrenmuseum. Es gibt mhm. wahrscheinlich in jeder größeren Stadt ein Uhrenmuseum. Aber das kann man alles mit dem eigentlich kaum vergleichen. Ja, ja. also ich war, ich war schon in Le Locle, ich war schon in Biel, ich war schon in eben Patek, was Nummer zwei ist, meiner Meinung nach. Ähm, aber mit dem äh, MIH ist, ist nichts zu vergleichen. Mhm. Ich gehe jetzt einmal kurz virtuell durchs Museum rum. Man kommt also hier durch diesen Raum, man sieht hier auch wieder so ein Dings stehen und geht dann hier eine, eine Rampe hoch in einen zweiten Raum, der dann etwas höher gelegen ist, wo dann ähm, der Rest der Ausstellung ist. Also das Allermeiste der Ausstellung befindet sich eigentlich, streiche eigentlich in zwei sehr, sehr großen Räumen. Mehr in Anführungszeichen ist es dann gar nicht. Und wenn man aus dem zweiten Raum zurückkommt, geht man hier diese Treppe runter, schaut jetzt wieder in den ersten rein mit seinen Kugeln hier und dann ist man eigentlich schon durch. Das heißt, abgelaufen. Wenn man nicht guckt, hat man das Museum in zehn Minuten. Ja, aber du hast du da auch ein Foto davon? Du hast auch ein Riesenfenster, durch das du in den Restaurationsraum schauen kannst. Vielleicht nehme ich da jetzt was vorweg. Nein? Ah ja. Da, Nein, du hast tatsächlich die, genau die richtige Stelle erwischt. Also, ich okay. wollte: man geht rein, geht durch den großen Raum, Rampe zweiter Raum wieder zurück, das war es im Wesentlichen mit zwei Ausnahmen. Und die eine Ausnahme ist am Ende des großen Raumes, ja, des ersten Raumes, Entschuldigung, ist, und da sieht man, sage ich jetzt mal, als architektonischer Laie auch durchaus die Vorteile dieser Konstruktion mit diesem, mit diesem rohen Beton. Sieht man einen Teil der Restaurationswerkstatt öffentlich. Das mhm. ist natürlich wirklich super cool. Hier sieht man, wie die Leute arbeiten. Hier sieht man, ja. dass ich auch eigentlich nicht hätte fotografieren dürfen. Aber ähm, gut, wenn da keine Menschen sind und ich jetzt keine Zoom-Aufnahme... Warum man von dir jetzt ein Jahr lang nichts mehr hören wird, weil du irgendwelche Strafe <laughs> absitzen wirst. Äh, aber, da, aber da sieht man auch wirklich, wie, wie cool dieses, dieses brutale Gebäude wirkt. Ja? Also diese ja. Kombination aus Glas, Beton, Ziegel, Metall... Das hat schon eine besondere Ausstrahlung. Das, weil, nämlich, weil ja die Objekte so filigran sind. Genau. Ja, der die ja, von diesen kleinen, filigranen Objekten und dazu dieser brutale Bau. Ja. Genau. Also das kommt, das kommt schon ziemlich gut rüber. Genau, man sieht ja auch, da, hier an der Stelle ist dann die Deckenhöhe viel höher als im Rest des Raums, damit man an das, ans Tageslicht kommt, weil die Jungs hier natürlich Tageslicht brauchen. Und da liegt dann wirklich teilweise. Äh, äh, Breguet-Zeug oder sowas hier mal eben aufm, auf dem Tisch, an dem dann gearbeitet wird. Die zweite Ausnahme, wenn man hier diese Rampe dann hochgeht, die ich gerade gezeigt habe, ähm, kommt dann, bevor man in den zweiten großen äh, Raum geht, kann man einmal abbiegen und kommt in diesen Raum, für den ich leider kein Foto habe, deswegen muss ich hier das Internet äh, begnügen, kommt hier, äh, geht man noch eine Treppe hoch in einen kleinen Raum, der auch am Tageslicht liegt. Zeige ich nur der Vorstellung, Vollständigkeit halber. Ähm, da ist eine Sonderausstellung, eine permanente Sonderausstellung drin ähm, über Atomuhren, über die Genauigkeit der Zeit. Also da geht es um die ja. genauesten Uhren überhaupt, Cäsium, Atomuhr und was weiß ich nicht alles. Also ähm, du siehst ja, ja dort Stücke vom 16. Jahrhundert bis, bis heute. Genau. Das ist ja sensationell. Das ist ja wirklich erwartet. Die machen die nämlich davor nichts Schluss. Also, da ist auf jeden Fall auch die Atomuhr mit dabei. Es geht um die Zeitmessung. Ja, das, mhm. ist, das ist genau das. Ja. Uh, so, und dann kommen wir sozusagen um, eines der Kapitel. Ich bin jetzt kein Museumsführer. Ich habe das jetzt auch nicht aus dem Museumsführer rausgenommen. Um, aber um, wenn man da in den ersten großen Raum reingeht, kann man gar nicht umhin, zu sehen, dass ein großes Kapitel. Ähm, astronomische Uhren sind, so, so ein Zeug. Ähm, und auch da sieht man mal wieder, und spätestens, wenn man in diesem Museum war, es gibt nichts, was es nicht schon hunderte von Jahren vorher mal gab. Das da stimmt. kommt dann irgendeiner an, äh, irgendein neuer ähm, Uhrenhersteller und macht, wissen die Götter was? Das war alles schon mal da. <laughs> Das ja, wir sind einfach schon ein paar hundert Jahre der Uhrmacherei ins Land gezogen und die Leute haben sich ganz schön was einfallen lassen. Ja. Also, wie du sagst, ja, da sieht man springende Stunden oder so und denkt sich, wow, hat schon ewig gegeben und so weiter. Retrograde, Zeitanzeigen und so weiter. ja Wie lang ist das alles schon? Ja. Sind Wahnsinn, hier astronomisches ja. Zeug kann ich jetzt alles, weiß ich jetzt gar nicht alles ganz genau, aber man sieht hier diese, diese Zahnraddinger. Mhm. Zu, zu Zeiten, wo das... Einzeln gefeilt wurde, wo jeder Zahn. Ich habe bis dieses Datum nicht, aber da wurde noch jeder Zahn einzeln gefeilt von den Dingern. Ja. Du siehst ja, da, du hast ja da drinnen auch die Werkzeuge, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Du siehst ja auch die ganzen Instrumente, genau. Werkzeuge mit denen, die diese Uhren gebaut haben. Na? Genau. Guter Punkt. Kommen wir gleich nochmal drauf. Super. Ah, okay. Ja. Dann hier eine ganz berühmte astronomische Uhr, die türler uhr die der der ähm, ähm, ID, also die der Händler Türler in, ich glaube Zürich sitzt der. Mal hat machen lassen von Ludwigs Oechslin und Spörli. Damals, soweit ich weiß, die Komple äh, soweit ich, ja, soweit ich weiß, die komplexeste Uhr überhaupt, als die gebaut wurde. Wann weiß ich es gerade gar nicht ganz genau. Ähm, kann man nachgucken, Türler. Uhr, oder Uhr im, im, auf Wikipedia hat einen eigenen Eintrag, ähm, hunderte von Anzeigen und Rädchen und Unteranzeigen und Subtiles und hier die Erde und da der Sternenhimmel und what have you, es ist ein absoluter Wahnsinn, die ist jetzt relativ modern, die dagegen ist ururalt. ähm, wie gesagt, wir wollen hier hin und Überblick geben, keine Uhrmacherschulung. Ich gebe offen zu, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was die anzeigt. Aber man sieht hier irgendeine Art Spirale, man sieht einen Zeiger, der dann, wenn er die Spirale lang geht, länger wird. Gibt es ja heutzutage in Armbanduhren. Boah, was eine geile Erfindung. Hatte der hier schon gemacht. Evente Efezit, ist es nicht der Spruch von. Ja, vom Schorn. F.B. Schorn, genau steht ja. hier auch schon drauf, ja, hat er vielleicht hier geklaut, keine Ahnung, äh, ein, ein Wahnsinnszeug und ja, vielleicht kann die Lottozahlen, die Lottozahlen anzeigen oder <laughs> irgend sowas, ja, weil nee. das ist denen ja alles zuzutrauen, ja. ja ich glaube, der hat einfach nur die Zeit irgendwie halt als Spirale da zeigen wollen, oder, 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 also mhm. es, ist, es ist wirklich verrückt. Ähm, wir sind immer noch beim Thema Astronomie. Das ist der Antikythera-Mechanismus. Den man ja vor einigen Jahrzehnten in, äh, in Griechenland im Wasser gefunden hat, im Meer untergegangen mit einem Schiff von irgendwelchen, man weiß es nicht genau, Griechen-Sumeren, die schon vor Tausenden von Jahren äh, Sonnenfinsternisse und so weiter äh, vorhersagen konnten. Man hat nur Bruchstücke gefunden, hat äh, das äh, nachgebaut. Das hier ist ein Nachbau von Ludwig Öxlin, ähm, der sozusagen die Funktionen nach den zu dem Zeitpunkt äh, bekannten Wissen nachkonstruiert hat. Und auch da sieht man, was die damals schon lange vor Christi Geburt, ich rede nicht vom 16., 15. Jahrhundert, sondern ich rede von vor Christi Geburt drauf hatten. Grotesk. Hier, das Foto muss ich natürlich zeigen. Irgendeine komplexe äh, äh, astronomische Uhr und drei Oxen Junior Tag-Nacht-Uhren. <laughs> ähm, das sieht man wirklich seltenst auf einem Bild. Ja. Äh, dafür war ja noch eine Custom äh, verändert und eine, ähm, die oft für die Südhalbkugel gemacht ist, wo die Sonne und Mond umgekehrt laufen verglichen mit meiner. So, dann sieht man aber auch ganz normale alte Uhren, zum Beispiel solche Seefahrtschronometer. Und da sieht man natürlich auch überall die Erklärungen, wie wichtig dieser Schifffahrtschronometer war. Für die, für die Navigation und solche Sachen. Ich habe jetzt viel zu wenig Fotos von solch tollen Dingern hier. Ne? Auch mit, äh, äh, mit, mit Sonnerie und Kalenderfunktion und was weiß yeah. ich nicht alles. Ja? Ja. Also nicht nur eine einfache Uhr, sondern eine, eine, eine Kalenderuhr mit Komplikationen. Hier mit einem Einzeiger. Guck mal diesen Stift, damit der Zeiger ja. hält. Eigentlich super primitiv gemacht, ja. aber trotzdem schon Funktionen. Für die ja. du heute tausende von Euros in der, ja. der Armatur ausgibst. Ja. Ne? Und früher hat es einen richtigen Sinn gehabt, ich meine, da war ja kein elektrisches Licht und so. Wenn du, wenn du ein älterer Herr warst und du musstest äh, wissen, äh, wie spät es ist in der Nacht, ja, wie machst du das, ne? äh, schaltest du da die Spielu äh, schaltest du die Sonnerie ein, die Spieluhr, nicht? und dann weißt du, wie spät es ist. Und ja. Ob schon Zeit für, für aufs Klo gehen ist. Ne? Ob das, ich, also das ist ja wirklich, hat ja alles einen Zweck gehabt. Ja? Genau. Genau. Also, das war ja damals keine Komplikation aus Komplikation willen sozusagen. Das, war, das ist ein total wichtiger Punkt, ganz genau. Also, wie gesagt, ja. von diesen Modellen habe ich jetzt leider viel zu wenig hier dabei, aber wie gesagt, wir wollen ja auch nur ähm, einen groben Überblick geben. Ähm, mhm. Und nur damit es nicht äh, in Vergessenheit gerät, es gibt natürlich auch modernere Armbanduhren. Es gibt alles. Ne? Es gibt auch die 50er Jahre. Es gibt hier eine Porsche Design Uhr. Es gibt hier eine... eine äh, Schaut aus wie eine Richard Mill. Richard Mill, danke. Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Also es gibt auch einfach das, was heute Groundbreaking ist, sieht man dann auch. Ähm, die hm. machen davor nichts halt. Da ist ein FP okay. schon... Zum Beispiel oh, ausgestellt, ja. das sieht man hier mit dem Spiegel die Rückseite, das Foto ist grauselig, ja. aber man sieht, dass eben auch das Aktuelle damit abgebildet ist, bis zu äh, Smartwatches, Dick Tracy und seine Smartwatch. Da ist dann daneben sind natürlich dann auch diverse erste Smartwatches, ne? die HP-Rechneruhren und so ein Zeug ausgestellt. Ja. So, dann sind wir schon im zweiten Raum, da sieht man dann auch viele äh, Großuhren. In dem Rampe hoch, zweiter Raum, äh, sind wir dann bei einigen Großuhren. Das hier, wenn ich mich recht entsinne, ist irgendwie zwei Uhren, ein Pendel. Man sieht vom Haldimann, eine Resonanzuhr hängt dort an, an der Wand. das allein dieses Ding kosten muss und Unterhalt und diese Pendelösen von der von Pendelösen, und so weiter, haben sie auch keine Ahnung fünf sechs Stück dort stehen. Also, jeder, wenn man, wenn man selber ein spezielles Sammelgebiet hat, es gibt ja Leute, die sich speziell für Großuhren interessieren, dann ist es nur ein Eck in dem Riesenraum, aber in dem kann man einen Tag verbringen. Mhm. Ganz, ganz locker. Ja. 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 Das hast du vorhin gesagt. Jetzt dann sieht man sind auch die, die Maschinen. Instrumente. Ja, genau. So genau. wird deine so Uhr mit dem Ding. Wir Uhren gebaut. Ich weiß zwar jetzt nicht genau, was man damit macht. Ich habe es vergessen oder nie gewusst. Ich weiß könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es eine Geoschiermaschine ist, aber du. Ähm, ja. Ich das, weiß es nicht, ja. Ich, ich lese das dann hier durch und erfreue mich dran, da ich selber keine Uhren. Zusammenbaue, muss ich das nicht unbedingt wissen, aber die Faszination, mit welchen relativ einfachen Mitteln, ich meine, die Maschine muss ja auch erstmal gebaut werden. Da muss ja ja eben. Auch immer Das ist ja eine sein, ein, eigene Kunst, die, die, die Maschinen zu bauen. Ja? ja. Wahnsinn. Und auch das geht durch die Jahrhunderte durch. Da gibt es auch eine Ausstellung, habe ich jetzt auch kein Foto dabei. Wie gesagt, wir wollen ja einen Schweinsgalopp machen und keinen, keinen stundenlangen. Äh, ähm, Podcast, schräger Video hier, äh, Uhren und die Mode, dann sind dann an, in zwei, drei Vitrinen äh, Puppen mit, mit den Klamotten von irgendwelchen Jahrhunderten und den passenden mhm. Uhren dazu. Das, das, das ist, erscheint einem mhm. plötzlich total logisch. Ja? Mhm. Ähm, selber kommt man aber nicht auf die Idee, das mit, mit in Zusammenhang zu bringen. Und hier, das ist nicht das Werkzeug, sondern das ist eines meiner Lieblingsstücke überhaupt. Ähm, ganz jeder kennt, dass bei den aktuellen Cartier-Uhren ist, ich glaube, bei der 7 einer der römischen Striche, da steht Cartier drin, wenn man genau hinguckt. Hm. Ja. Auch eine Erfindung von, ich hab's vergessen, welches Jahrhundert. Was da, dazu mal. Hier drin hat, hat er hier seinen, seinen Namen reingeschrieben. Ne? Hier <laughs> unten. Ja. Kann man hier über diese Lupe dann sehen, ne? Das ist ein Ausdruck, das ist eine Uhr, das ist ein anderes Zifferblatt vom selben Hersteller, wo man es mit einer Lupe angucken kann, was man dann hier sieht. Und der Oberhammer, weißt du noch warum, das, dass sie das gemacht haben? Eben, keine Ahnung. Nein, 18. Jahrhundert. Was... Mhm, nein. Weil sie gefälscht wurden. Ja, wahrscheinlich Fälschungssicherheit, ja. Mhm. Das war schon damals ein Thema. Da hat einer irgendeinen scheiß Gurke da ins Gehäuse gepackt er ja. hat den Namen von einem tollen Uhrmacher draufgeschrieben. Ähm, das war ja auch zeitlang mal ein äh, gro großes Problem für die englischen Uhrmacher, dass in, dass in Holland haben sie billigere Werke gebaut und haben die dann rübergeschippert nach England, aber ins gleiche Gehäuse und keiner wusste mehr, was er da jetzt eigentlich kauft. Das war schon immer Thema. Das ist nicht erst heute vom Strand ein Thema, fand ich. Also super, Fälschungen hat, das Fälschungsunwesen hat es schon immer gegeben. Menschen. Ja. Menschen lieben es einfach, Abkürzungen nehmen zu können. Ja? Und am besten, wenn niemand draufkommt, man muss natürlich keine Energie selbst reinlegen, kann aber, den, kann aber die Ernte einfahren. Ne? Das, 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 gefällt. das gefällt den Menschen. Ja? Offensichtlich liegt es in der Natur und es hat schon immer wahrscheinlich in der Steinzeit schon gegeben. Das. Wahrscheinlich, genau. Von der, von der Höhle abgekritzelt. Ja. Hier, das Foto habe ich nur mal. Das ist äh, gar keine Uhr, das ist irgendein kinetisches, äh, Uhrzeitähnliches äh, Kunstwerk. Aber da kauft auch wieder der Paul Gerber auf und der Mickey Eleta. Den haben wir da haben wir auch, oh. genau, beim letzten, vorletzten, einem unserer früheren Podcasts hatten wir es mal von denen. Ähm, die haben hier gemeinsam äh, da so ein Kunstwerk hingestellt. Cool, um, ja. Also es, es nimmt kein Ende tausenderlei verschiedenste ähm, Schwerpunkte, aber, kann man Aber weil, weil du jetzt Micky eleter sagst, ja. das, ist, das ist immer so, den habe ich getroffen, wie wir letztens bei den Watches and Wonders waren. Genau. Und äh, der hätte mir jetzt da ein Jahr vorher im Emiash ja gar nichts gesagt. Mhm. Ja. Der Name hätte mir nichts gesagt. Ja, Und das ist witzig. so witzig, wenn man in dem Thema sich immer beschäftigt, plötzlich. Äh, schließen sich so die Kreise. Ne? Ja, genau. Weißt du, jetzt, wo du das Foto zeigst, ich kann mich an das überhaupt nicht erinnern. Ja? Also, Paul Gerber, der Name sagt mir was, aber Mickey Eleta hätte jetzt irgendwas sein können. Nicht einmal eine Person, weil weder Mickey, Eleta, also, kommt ja, ja. nicht drauf. Hin, ne? Stimmt. Aber wenn du den dann kennenlernst und was für ein sympathischer Typ das ist <laughs> und was für ein gesprächiger Typ, ich habe mich, glaube ich, mit dem zwei Stunden unterhalten. Ja, cool. Mit seinem Time Burner und so weiter, das, den hat er mal einfach gegeben und sagt, trage ihn einmal und ist weggegangen. Ja, also ich hätte ich hätte laufen können zum Flughafen <laughs> und abhauen. Ich habe den sicher eine halbe Stunde am Arm gehabt und äh, habe ihn dann ihm wieder gegeben und äh, ja, es ist einfach cool, ein cooler Typ. Ja. Also wenn ihr gerade euch fragt, was redet der Wolfgang da? Ein, zwei, drei, vier Folgen vorher gibt es einen Bericht <laughs> ja. von uns über die Watches and Wonders und die messen die drumrum zeitlich drum rum und räumlich drum rum waren ähm, und da reden wir auch über Mickey Eleta. Dann hier, ähm, bevor man den zweiten Raum wieder mit der Rampe verlässt Richtung Ausgang, gibt es ähm, auch wirklich viel, sage ich mal, Bildungsthemen. Da gibt es einen Zeitstrahl auf dem Boden. Den habe ich jetzt leider kein Foto da, der dann über mehrere Meter zeigt, wie es von von irgendeinem Stock, den, den der Steinzeitmensch in die, in die Erde gestellt hat, bis zur Atomuhr. Und hier sieht man das auch hier ein bisschen. so, nee, das ist ja das auf dem Boden, genau. Ich habe nur die Länge nicht gezeigt. Man sieht hier meine Schuhe. Das ist also nicht an der Wand, sondern das ist auf dem Boden, ganz genau. Und kann dann hier die Jahre ablaufen, wann was gemacht wurde. Hier kommen dann zwischen 12 und 1300 die ersten Hemmungen auf. Damals noch so eine hier. Das ist ja nicht so ganz klar, wann genau das aufgekommen ist, aber irgendwann im 13. Jahrhundert äh, kamen die Hemmungen auf, zumindest in Europa. Und man vermutet, dass in, in China ähm, ähnliche Hemmungen an Großuhren äh, tatsächlich witzigerweise zur gleichen Zeit erfunden wurden. Aber das nur nebenbei. Also hier kann man auch alleine, wenn man diesen, ja, man sieht hier, das geht über ein paar Meter diesen Zeitstrahl abläuft, da bist du eine halbe Stunde beschäftigt, wenn du das ernsthaft liest und dich mit beschäftigst. Mhm. Damit bin ich eigentlich schon fertig. Da schließt sich der Kreis zum, zum Gebäude. Das ist nochmal in dem unteren Raum ein Blick an einer Stelle nach oben, wo man dann auch nochmal beleuchtet wird von außen über, über Oberlichter. Was wollte ich hier nur zeigen? Ganz wichtig für jemanden, der jetzt wirklich sagt, was die da gerade erzählt haben, ist zwar ziemlicher Mumpitz, aber trotzdem habe ich äh, Bock, Bock gekriegt, das MIH mal zu besuchen. Die haben auch Sonderausstellungen. Vielleicht guckt man dann vorher auf der Website, was es für eine Sonderausstellung gibt. Vielleicht passt die zu irgendjemand. Vom Interesse her. Ich war neulich mal dort. Da war zufällig eine Sonderausstellung über Emile in der Uhrmacherei. So ein Ding hier, Cartier mit irgendwelchen, keine Ahnung. Puderdosen und irgendwas mit mit der Tischuhr noch dazu. Ne? Das ist super. Das erinnert mich an das Café AIDA in Wien. Okay. Die bestehen, die bestehen nur aus rosaroten Möbeln. <laughs> das würde das würde da super reinpassen. <laughs> ja, ich rede gerade Unsinn, das ist nämlich ein Schreibset. Ich glaube, da war Tinte drin und hier ist ein, hier ist ein Griffel oder so. Uh -huh. um, und dann natürlich, wie das sich gehört, auch. Um, wie entsteht das? Was ist e eigentlich? Ja, da war ich nämlich lustigerweise, das hat, war reiner Zufall, war ich an dieser Reise bei Learn in in äh, Neuchâtel und äh, die äh, Lernisblue macht nichts anderes als e uhren und da habe ich mir das angeguckt, kann man auf FifthRisk.com nachlesen, wenn man sich für diese Uhren interessiert, ganz ganz tolle e uhren und einen Tag später war ich im Museum, habe zu euch Zufall gesehen Sonderausstellung Email und da habe ich das, was ich im Tag vorher gelernt habe, gerade noch mal bestätigt bekommen. Ich bin am Ende sozusagen mit meiner Kurzvorstellung. ich habe euch ich hoffe ihr habt äh, ein bisschen Bock gekriegt. also ich werde nicht bezahlt vom MIH, aber eine, eine große Empfehlung da wirklich mal sich zu überlegen, bei einer Reise in den Süden oder so mal abzubiegen und kurz in den Jura zu fahren oder wie gesagt zwei, drei Sachen miteinander zu verbinden. Aber jetzt sag mal, Uhren, welche Uhr gibt es nicht jetzt eine Uhr, die sich besonders diesem Museum gewidmet hat? Also gibt es da irgendein eine Sache zum Kaufen? Den man mitnehmen kann, zum Beispiel. Ja? Also, es gibt, äh, es gibt tatsächlich so eine Plastikuhr zum Zusammenbauen im Museumsshop. Sie haben einen kleinen Shop äh, für Kinder. Aber ähm, tatsächlich, als wir dort waren, gab es ja die zweite Museumsuhr zu kaufen. Sprich, ähm, es gibt eine Museumsuhr, eine Museumsuhr, die speziell von wem gemacht wird. Ich meine, ist es auch eine Plastikuhr? Was nee, das ist eine sehr hochwertige. Ich habe jetzt ehrlich gesagt hier gar nicht mehr im Kopf, wer die designt hat. Das ist die zweite Uhr, die sogenannte Gaia, ähm, mhm. die zweite äh, ähm, Uhr des MIH, mit der auch dann eben Geld fürs MIH verdient wird. Ähm, okay. Weißt du, als wir dort waren, weiß ich noch ganz genau, ähm, da gab es die noch zu kaufen. Inzwischen steht hier Sold Out. Oh, wie gemein. Die gibt es leider Weil nicht ist, mehr. Diese Uhr ist ja wirklich extrem, also die spricht mich schon an. Die ist extrem hübsch. Mir, also die Stunde, die Stunde, ja. die da oben herum äh, sich dreht und dann auch noch der Zeiger, der die Minuten abfährt, gefällt mir gut. Ja, mein, mein Ding ist es nicht ganz so. Ähm, aber gut. Warte mal, sehr, dafür, sehr offen, wer was macht. Hier wird genau gesagt, wer macht da. die. Wer macht die äh, Schließe, wer macht das Band? Wo ist mhm. es, gut? Äh, Werk ist ein Selita. Selita. Wer hat äh, ähm, das Gehäuse gemacht? Wer hat das Silberblatt gemacht? Das ist echt wirklich ganz cool. Allerdings, ne? Limited zu 200. Das hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Oh. Deshalb ist die natürlich schon längst ausverkauft. Aber schaut da mal diese coolen Hörner an. Wahnsinn. Ja, ja. das, die finde ich geil. Cool. Genau. Ja. Mich find stört ein bisschen diese Platzverschwendung, gut. aber. Mhm. Ja, was hättest du da noch gern? Wahrscheinlich Sonne, Mond und Sterne, ne? Ach, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich bin kein Uhrendesigner. Ich kann nur sagen, wenn, ob mir eine gut, schlecht oder mittel gefällt. Und die ist eher so, die ist eher so mittel. Mhm. Aber ich äh, weiß aus eigener Erfahrung, selber machen ist ja so viel schwieriger als beurteilen. Ja, ja. Ich habe in zwei Fällen mal versucht, an, einer, an einem Uhrendesign mitzuarbeiten. Mhm. Ui, 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 das ist. Echt schwierig. Das hört sich viel, viel leichter an als es ist. Deswegen ja, würde ja. ich jetzt nicht sagen, wie ich das verändern würde. Ich sage nur, für, für mich wäre es ja, jetzt ja. Ich würde Weniger jetzt 2,9 für ausgeben plus ah, Steuer. 2,9 kostet die, ja genau. Discount plus Steuer. Of 500. Okay, ja. Ja, okay, das ist schon ein stolzer Preis, auch für das Werk. Aber ich meine, mir gefällt es, weil es eine ungewöhnliche Zeitanzeige ist. Es hat halt keine laufende Sekunde. Das finde ich ein bisschen schade. Vielleicht hätte man das nur irgendwie einbauen können. Ja? Aber sonst finde ich es tolle, tolle Uhr. Aha, du da hast du noch was. Das ist ja die berühmte MIH-Uhr. Da muss man jetzt Ehre, wem Ehre gebührt, die ist sicherlich toll, aber wenn man MIH-Uhr denkt, äh, hört, denkt man normalerweise an die hier. Ja, ja. Das ist die berühmte MIH-Uhr, die ähm, tatsächlich äh, auch der Paul Gerber, den wir gerade eben hatten, mitgebaut hat, dass äh, die Uhr hat, hat drei Väter. Ähm, die Grundkonstruktion kommt von Ludwig Öxlin, die Realisierung ist von Paul Gerber und das Design ist von Christian Gaffner. Diese drei mhm. Kollegen ähm, sind die Väter dieser Uhr. Äh, sehr wie das MiH brutalistisch, simpel, Titangehäuse, mhm. gestrahlt. Zwei Zeiger fertig. Hier noch ein Sekundenzeiger, auf den komme ich gleich. Und das war's. Und hier steht MIH. Ähm, ja, und das, 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 was mir auch positiv auffällt, Freitag, September, der 9. Der 9. September ist ein Freitag. Genau. In einer, Li in einer Linie. Das sieht man auch nicht so oft, glaube ich. Ja? Also in einer Linie ist ganz, ganz, ganz selten. Und es ist ein Jahreskalender. Das heißt, der wow. muss nur im Februar korrigiert ja, ja. werden. Mhm. Und der rote Punkt ist Tag, Nacht oder was ist das? Der rote Punkt ist tatsächlich AM, PM, genau, Tag, Nacht. Mhm. Ähm, das bräuchte man ja eigentlich nicht. Ähm, ja, aber, aber weißt, es du, weißt du, warum man das oft praktisch vorkommt? Weil, wenn das Ding steht, weiß ich nicht, ist, ist auf der Uhr Vormittag oder Nachmittag. Genau. Ne? Also zum Einstellen ist praktisch. Und hier braucht wir es doppelt zum Einstellen, weil ähm, der, ähm, der Wochentag. Die Scheibe, da liegen, liegen ja drei Scheiben, ne? Für die für mhm. das Datum, für den Monat, und für den Wochentag, die Woche. Die, die Scheibe für den Wochentag es steht immer Freitag, Freitag, Samstag, Samstag, Montag, Montag darunter. Und ja. wird auch über Mittag auch weitergeschaltet. Ja, verstehe. Deswegen musst mhm. du genau wissen, wann es jetzt von Freitag auf Freitag genau. schaltet oder von Freitag auf Samstag. Und das siehst du an ja. dem roten Punkt. Ja. Ähm, auch hier so Design-Dinge, wie, wie wir es später bei Oxen Junior auch sehen, diese extrem kurzen Hörner. Dann die Krone mit, mit zwölf Einkerbungen, so wie hier die zwölf Stunden und so weiter. Da ist jedes Detail durchdacht. Und das Ding ist hier, das ist der Chrono. Mhm. Das Problem war glauben, nämlich, ne? um diesen Mechanismus, diesen, diesen äh, um Jahreskalender zu treiben man hat man relativ viel Drehmoment gebraucht, deshalb hat man 7750 genommen, und wenn ich jetzt schon 77,50 habe, dann mache ich einen Chrono. Also haben sie hier ein Chrono und zwar ein eindrücker chrono also modifiziert. Der Gerber hat dann den 7750 modifiziert auf Eindrücker und hat hier das ist keine laufende Sekunde, das ist die Stopp-Sekunde. Mhm. Und die Stopp-Minute. Ach, das sieht man hier jetzt leider gar nicht. Die Stoppminute ist auf oder? der Rückseite. Genau. Auf der Rückseite ist ein kleines Fenster im Boden drin und dann sieht man die Stoppminute. Das ist einfach super, super freakig. Also zum Ablesen musst du sie abnehmen, sozusagen. Ne? Wenn du die Minuten stoppst, ja. Wenn du dein Minuten-Ei stoppst, musst du die Uhr tatsächlich abnehmen, ja. Mhm. Die mhm. Uhr ist auch schon lange, lange, lange ausverkauft. Man findet sie immer noch auf der Seite Embassy, dem Händler in Luzern, der die sozusagen auf den Markt gebracht hat. Das war der Verkäufer, das war der vierte im Bunde. Mhm. Ähm, war Embassy als noch der König, äh, der Eigentümer war. Oh, der Kurt König. Und da gingen auch von dieser Uhr, äh, gingen, glaube ich, 700 Franken, wenn ich mich recht entsinne, gingen, glaube ich, ans, ans MIH. Mhm. Äh, Hast du die jemals in der Hand gehabt, die Uhr? Die habe ich mehrfach in der Hand gehabt. Ich, äh, der Bernd, äh, Freund von Fifth Wrist, hat eine. Ähm, mhm. Dann äh, war ich bei dem Christian Gaffner mal, einem der, also der, der Optikdesigner sozusagen, der hat natürlich auch einen Prototyp davon. Und noch, noch ein, zweimal eine super schöne Uhr. Ich kann bis heute noch nicht so richtig sagen, warum ich noch keine habe. Zum Abschluss jetzt, auch wenn es jetzt gar nicht mehr hier eigentlich reingehört. Dann hat der Christian Gaffner sich gesagt: Schade, dass es die nicht mehr gibt, ich mache eine neue Version. Und mhm. hat die neu aufgelegt. Mhm. Ähm, rechtlich nach meinen Kenntnissen einwandfrei, weil der Ludwig Öxlin seine Konstruktion immer als Open Source macht. Also mhm. darf er das. Ähm, gut haben es der Öxlin und der Gerber nicht gefunden. Da gibt es einen offenen Brief, dass sie sagen: Wir sind hier nicht dabei. Wir sind ja, also, genau. kann es machen, wir können es nicht verhindern, aber es ist nicht unser Baby. Mhm. Und der Christian Gaffner hat die neu aufgelegt. Ähm, mhm. Mit einer Änderung. Die äh, Dings ist nicht mehr auf der Rückseite, die die Stoppminute, sondern ist hier über diesen Punktkreis ja. dargestellt. Ja. Ist Im Moment eine sieht man keinen Punkt, weil es keine Minute ist, aber dann kommt hier Minute, da ist, da sieht man hier, ist eine Leere, aber dann kommt Minute 1, 2, 3 und so weiter. 30 mhm. Minuten Counter hier. Äh, es ist halt. Es ist halt, also ich habe auch diese Diskrepanz ein bisschen mitge also mitbekommen, dass es da irgendwie nicht ganz amikal abgegangen ist. Was mir bei der Uhr auch auffällt, also mit diesen Stoppminuten äh, in in Kreisform, das scheint mir, das ist zwar extrem cool, finde ich total cool, aber irgendwo auch ein bisschen problematisch, weil wenn der Stundenzeiger an einer blöden Stelle ist, ne? Dann also nicht, so ja. was weiß ich, um elf oder so oder ja, ja, klar. noch ein bisschen äh, dann hast du natürlich unter Umständen ein Problem beim Ablesen der Minuten und musst einmal warten, bis es dann eine Stunde später ist. Also insofern hat der Gaffner zwar eine coole Sache eingeführt, aber vielleicht nicht ganz bis zum Ende äh, ja. durchdacht auf, Prakt auf, auf praktisch, auf Praktikabilität, ja. Du meinst, also wenn, wenn der Zeiger jetzt zum Beispiel hier so stehen würde, würde er hier zwei, drei, vier, fünf Punkte verdecken. Ja, schlimmer ist, wenn das der Schuldenverdeckertur. Schlimmer ist, wenn der Stundenzeiger dort ist, weil der bewegt sich ja so langsam weiter, nicht? Und du bist Richtig. genau jetzt mit der Stoppminute dort und ja. hast, drückt auf Stopp, ne? Dann musst du warten, bis der Stunde später ist, bevor du weißt, wie viel Zeit, wie viel Zeit du gemessen hast, nicht? Also ja. deswegen wird wahrscheinlich, wahrscheinlich der Herr Doktor, Doktor, Doktor Ingenieur Öxling gesagt haben, halt. Damit kann er sich nicht einverstanden erklären, weil das ist nicht zu Ende gedacht. Wenn ich könnte, das ja könnte, sein, ja. das könnte sein, ja. Könnte sein. Grundsätzlich finde ich, finde ich, das, also das ist mir noch nie aufgefallen, was du gerade sagst, find ich, äh, ähm, ist mir noch nicht aufgefallen und ich finde, du hast zu 100 Prozent recht. Ähm, mir wäre es dann aufgefallen, wenn ich sie gekauft hätte. Ich habe sie ja noch nicht, sie ist <laughs> auch immer noch nicht ausgeliefert. Das Projekt zieht sich jetzt schon über. Viele Monde hinweg, ähm, bis ähm, keine Ahnung, was da genau dahinter steckt. Mhm. Ähm, die Uhr kostet, ich glaube, 6000 Euro. Mhm. Ähm, äh, ich mache Proceed. Ich bestelle es hoffentlich nicht. Ähm, was ich ehrlich gesagt für das Gebotene und auch im Vergleich zum, ich glaube, früher hat nee, sie äh, äh, 5 gekostet. Nö, schau, 6,5 kostet sie, ja. Nö, da steht 3210. Das, das, das ist eher das Prepayment, 50 Prozent. Ach so, 50 Prozent, okay. Ja, ja, ja. Ähm, 6,5, okay. ähm, was ich durchaus angemessen finde, muss ich, muss ich sagen, ja. ähm, für einen Jahreskalender und so weiter und auch für die Historie. Wobei man sich über die Historie, wie gesagt, natürlich streiten kann. Ähm, ja. Alternativ kauft man die hier gebraucht. Ja. Problem ist, man kriegt sie relativ selten. Habe ich noch nie gesehen irgendwo. Noch nie. Ja, ich habe sie so hab einmal gesehen und nicht des gekauft des und dann. Gibt es es äh, auf Corona 24? Ich habe die nicht drinnen im Such, in der Suche. Also aber ich gucke ab und zu mal, ähm, im Moment ist keine drin. Nein. Es war neulich hm. eine drin vor einem Jahr oder so. Und hat der Bernd gesagt: schau mal hier, guter Deal. Hm. Ähm, ich habe es natürlich nicht gemacht und ja, ärgere mich ein bisschen. Ja ich ob die vielleicht irgendwann noch ich findes mein, mal... ich finde ich es ich schon eine coole Uhr ich finde das ich finde diese Freitag September 9 und so weiter alles in einer Reihe das finde ich extrem lässig aber ob es mir dann 6000 Euro wert wäre da bin ich am Zweifeln. ja, also ja. das weil sie weil sie von der Optik her, ich, sie erinnert mich vor, so von, von ihrer Nüchternheit sogar ein bisschen an diese Schweizer Bahnhofsuhr, ja. Ja, ja. Auch genau. so mit diesen Indizes und so, ganz einfach und so. Ja. Das ist mit Sicherheit von da inspiriert, keine Frage. Mhm. Jetzt haben wir tatsächlich nur gar noch über Uhren geredet und nicht nur über das MIH, das ist ja lustig. Na schau. Okay. Ansonsten, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, weiß gar nicht, äh, wie wir zeitlich dastehen. Wer es bis, uns bis jetzt noch gefolgt hat, wird es wissen, weil ihr könnt ja dann unten auf YouTube gucken, äh, wie viel Zeit schon vergangen ist. Und wenn ihr da gerade guckt, dann rest noch schnell Abo und Like und schreibt uns vielleicht einen Kommentar. Das freut uns am aller, aller, allermeisten. Ansonsten, Wolfgang, bleibt uns nur noch zu sagen, stay on, stay on time. time.